Hallo, liebe Deutschlerner. Ich bin gerade hier in diesem wunderschönen Krankenhaus. Es ist ein Krankenhaus, ja. Man kennt es vielleicht nicht von hier, aber vielleicht, wenn ich hier filme, ja, das ist ein Krankenhaus in Thailand, ja, in Chiang Mai. Und ich bin hier für meine jährliche Untersuchung. Ja. Im Deutschen sagt man, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Es ist gut, wenn man vorbeugende Maßnahmen macht, ja, wenn man sich vorher kümmert, ja, und Tests macht und sich untersuchen lässt. Ja. Das ist besser, als wenn man krank wird und es nicht rechtzeitig merkt. Ja. Und deswegen bin ich hier für meine jährliche Untersuchung und ich hoffe, ihr macht das auch. Ja. Ich hoffe, ihr lasst euch auch regelmäßig untersuchen. Und ich finde es echt faszinierend, wie preiswert das hier ist. Ja. Im Gegensatz zu Deutschland. Ja. Ich musste 300 Euro jeden Monat zahlen in Deutschland. Ja. 300 Euro im Monat. Und hier gibt es eine ganze Untersuchung für unter 50 Euro. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht, also für unter 2000 Baht bekomme ich eine physische Untersuchung. Ja. Blutdruck wird gemessen, ja. Mein Blut wird untersucht, mein Urin wird untersucht, ja. Cholesterol, die Niere wird untersucht, die Leber wird untersucht. Ich wurde geröntgt, ja, ich habe ein Röntgenbild machen lassen, ja, auf Englisch X-Ray, ja, Röntgen, ja. Der Herr Röntgen hat die Strahlung als erstes entdeckt, glaube ich, ja, deswegen Röntgen, ja, also diese Strahlung, ja, die nennt man Röntgenstrahlung und damit kann man Dinge sehen, ja. Genau, ich habe meine Brust wurde geröntgt, um zu sehen, ob da auch alles in Ordnung ist. Ich habe etwas gemacht, was sich EKG nennt, ja, EKG, Elektrokardiogramm, ja, also ob mein Herz gut funktioniert, ja. Also ich bin total begeistert von diesem Service hier. Und ja, es ist ein sehr schönes Krankenhaus. Ich habe gerade gegessen. Das gab es auch mit drinne, ja, eine kleine Mahlzeit und jetzt warte ich auf meine Untersuchungsergebnisse und ich sitze hier in der Nähe dieses Klaviers, ja, und das Klavier spielt sich selbst, ja, das Klavier spielt sich selbst ganz automatisch, ja, und ich bin mir sicher, all die Resultate werden gut, also nicht positiv sein, sondern negativ für alle Krankheiten, also positiv im Sinne, dass es gut ist, ja, aber keine positiven, man sagt ja, wenn man eine Krankheit hat, dann wird man positiv getestet, aber das ist ja dann negativ, wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass ich kerngesund bin, ja, also bis jetzt haben sie mir immer gesagt, ja, das ist gut, ja. Blutdruck, gut, alles gut. Okay. Und ich bin kerngesund. Und es ist toll, das zu wissen, das schwarz auf weiß zu haben. Ja? Wenn sie mir dann sagen werden, ja, hier, das ist gut. Ja? Und ich warte jetzt noch ein bisschen und dann bekomme ich das offizielle Resultat. Und ich denke, es ist einfach toll, so alles untersuchen zu lassen. Und es kostet weniger als ein Sechstel von dem, was ich in Deutschland bezahlt habe. Ich meine, Deutschland ist toll. Ja? Ich möchte nicht, dass du den Eindruck bekommst, es ist schlecht, in Deutschland zu leben. Das ist ein tolles Land. Und ich finde toll, dass du Deutsch lernst. Aber es ist auch ein teures Land, im Gegensatz zu Asien zum Beispiel. Ja, es ist ein teures Land, aber immer noch mein Heimatland. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren genug Geld sparen kann, um mir ein gutes Auto, vielleicht sogar ein Wohnmobil zu leisten. Und dann komme ich zurück nach Deutschland
und fahre durch Europa. Ja, für die Leute, die mich immer wieder fragen, Marco, wann kommst du zurück nach Deutschland? Erst in den nächsten Jahren, wenn ich mir ein Wohnmobil oder ein Van leisten kann. Okay? Das war ein kleines Update von mir und ich hoffe, dadurch, dass ich das mit dir teile, diese Erfahrung in diesem Krankenhaus, dadurch hoffe ich auch, dass ich Leute inspiriere, sich selber regelmäßig untersuchen zu lassen. Ja? Bestimmt machst du das schon, bestimmt machen die meisten Leute, die dieses Video sehen, das schon. Aber wenn du zu den Leuten gehörst, die sich nicht regelmäßig untersuchen lassen, gerade wenn du 40, 50, 60 Jahre alt bist, dann ist es sehr, sehr wichtig, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Ich bin 27, aber ich denke mir, es ist trotzdem eine gute Idee, jetzt schon anzufangen, zumindest einmal im Jahr sich untersuchen zu lassen. Ja? Sicher ist sicher, wie man im Deutschen sagt. Ja? Sicher ist sicher und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen, wie immer, viel Spaß und ich wünsche dir heute vor allem gute Gesundheit. Okay? Mach's gut. Tschüss.